Herzlich willkommen auf diesem Kanal und in der X-Lab Akademie. Ich möchte mit diesem Video ein neues Format ankündigen. Ich mache meine Videos hier auf diesem Kanal ja immer dann, wenn ich ein interessantes Thema habe, einen Interviewpartner oder etwas, was gerade interessant oder aktuell ist. Und das führt dann auch dazu, dass mal eine Woche nichts kommt, weil eben gerade nichts anliegt. Und ich habe mir gedacht, wir machen noch ein zweites Format. Und zwar beantworte ich Fragen aus der Community, also von Ihnen, von den Zuschauern, von den Zuhörern meines Podcasts zum Beispiel, von den Zuschauern auf diesem Kanal oder eben Leute, die mir E-Mails schreiben. Es passiert sehr oft, dass ich E-Mails bekomme, wo einfach Fragen zur Fotografie sind, entweder zur Technik, zur Gestaltung, zu Bildern oder einfach Fragen ja, über das Leben als Fotograf oder das, ja, was macht man als Fotograf, wie verdient man Geld, was denkst du, welche Social-Media-Kanäle am besten sind zurzeit und so weiter. Also alles, es kommen Fragen von A bis Z, von analog bis digital. Und ich beantworte dann die meisten auch immer recht schnell per E-Mail. Und das könnten wir doch eigentlich so machen, dass ich die hier auf diesem Kanal eben in solchen Videos dann beantworte. Das heißt, Sie können mir ab jetzt entweder in den Kommentaren oder als E-Mail schreiben. Markieren Sie das, dass Sie eine Frage haben, die gerne auch im Kanal beantwortet werden kann. Und dann werde ich, wenn das Thema ausreichend ist für so ein Video, vom Umfang her oder vom Interesse, dann werde ich da ein Video draus machen, dass Sie alle mitkriegen, worüber wir da sprechen. Und Sie können im Prinzip alles fragen, was irgendwie mit Fotografie zu tun hat. Ich mache auch gerne Bildbesprechungen. Dazu muss ich aber noch was sagen. Also ich bespreche sehr gerne Bilder. Das ist ja auch das, was ich in der X-Lab Akademie regelmäßig mache. Da werden ja von den Teilnehmern die Bilder eingereicht, von den Monatsaufgaben oder eben auch freie Bilder von freien Arbeiten. Und dann bekommen die ein schriftliches Feedback von mir. Ich spreche also über die Bilder, über die Arbeiten. Und über Bilder sprechen, das ist so eine Sache. Das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal selbst gemacht haben oder mitbekommen haben. Wenn Sie ein Bild vorgelegt bekommen und sagen, jetzt sag doch mal was über das Bild, was macht man dann? Dann denkt man, ja, goldener Schnitt, Farben, Belichtung, Schärfe. Das sind erstmal so die technischen Funktionen, die man so abklappert und denkt so, ja, kann ich da was drüber sagen? Es ist aber sehr schwer, qualifiziert etwas über Bilder von anderen Fotografen zu sagen. Und zwar warum? Weil ich eigentlich nur dann, und das ist eben auch im Prinzip die Art und Weise, wie Fotografie funktioniert, ein Bild hat immer einen bestimmten Zweck. Das heißt, ich kann erst dann richtig über ein Bild sprechen, wenn ich weiß, worum es geht. Also entweder, was will das Bild aussagen, also was will ich mit dem Bild, und dann eben auch, was ist die Frage oder was ist die Aufgabe gewesen. Also es kann ja auch sein, Sie haben einen Kundenauftrag, Sie machen ein Bild für den Kunden und der Kunde ist nicht zufrieden. Dann können Sie über das Bild sprechen, weil Sie wissen, das war die Aufgabe, das ist rausgekommen, wo liegt der Fehler? Also über Bilder sprechen ist immer dann gut, wenn ich weiß, wie und wofür das Bild gemacht wurde, wenn ich die Aufgabenstellung weiß. Oder eben, wenn Sie mir Bilder schicken, dann eben fragen Sie mich etwas dazu oder sagen Sie mir, warum Sie das Bild einschicken. Weil einfach so ohne Informationen über ein Bild sprechen, das ist recht oberflächlich. Da kann ich dann sagen, ja, schöne Gestaltung, schöne Farben, inhaltlich, ja, weiß ich jetzt nicht. Dann muss ich mir irgendwas aus dem Kopf rausziehen, was irgendwie zu dem Bild passt. Aber das ist nicht so richtig befriedigend. Wenn Sie also Bilder einschicken und wollen, dass ich darüber spreche, dann wäre es gut, wenn Sie sagen, ja, zum Beispiel, also dieses Bild habe ich auf einem Wettbewerb für kreative Schwarz-Weiß-Fotografie eingeschickt. Und das Thema war Landschaften unscharf oder Landschaften kreativ zu fotografieren, weil dann weiß ich auch, worum es geht. Wenn Sie mir zum Beispiel ein unscharfes Bild schicken, dann weiß ich ja nicht, ist es unscharf, weil Sie die Kamera nicht bedienen können oder ist es unscharf, weil das das Thema war. Also immer dazu schreiben, was ist die Frage oder was ist das Thema und warum soll ich über dieses Bild sprechen. Und dann können wir exakt und sehr gute Aussagen über diese Arbeiten eben machen. Ich freue mich drauf, wenn Sie mir Fragen stellen, wenn Sie mir Bilder einschicken und wir werden dann in diesem Kanal genau darüber sprechen oder eben auch ganz einfach über Ihre Fragen,
zur Fotografie oder rund um die Fotografie. Ich freue mich schon drauf und ich bin mal gespannt, ob dieses Format, ja, ob das Zukunft hat, ob da genügend Interesse dabei ist. Wir werden sehen. Bis dann, bis zum nächsten Mal aus dem X-Lab, der X-Lab Akademie und dem Podcast Fotografie pur.